So, hallo, wir machen weiter. Nicht The Legend of Zelda ist Quatsch, Hyrule Warriors, Age of Calamity. Letztes Mal haben wir eine riesige Mission mit Daruk gehabt und sind jetzt bei Varudania angekommen und es geht einfach anscheinend nahtlos weiter. Hier, Varudania, sollten Gegner Steine oder gar Fels nach dir werfen, kannst du diese mit Hilfe von. Was ist für eine Taste? L? Ist das ein L? Ist das ein L? Das ist ein L. Auffangen und einen Gegenangriff damit ausführen. Okay. Drücke A, um einen Spezialangriff auszuführen. Kann ich jetzt Varudania steuern oder was ist los? Hilfe! Fülle die Leiste und schlage im richtigen Moment zu. Drücke R, um ein Lavageschoss abzufeuern oder Z. Oh mein Gott, ich werde so viel falsch machen. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Kann ich jetzt Varudania steuern? Was zur Hölle? Standardposition für die Neigungssteuerung wird. Oh mein Gott, will ich das jetzt wirklich so steuern? Halte den Controller oder die Konsole in der Position, die du verwenden möchtest, und drücke A. Drücke in der Schlacht ZL, um die Position zurückzusetzen. Ach du grüne Neune, das wird super funktionieren. Okay, so, das ist. Ja, aber was ist denn jetzt. Wie ist es denn jetzt richtig? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Stampfer, Lautgeschoss. Kann ich nicht lesen. Yo. Gegenangriff L. Ich sehe keine Gegner. Ach, da unten. Oh, das war nicht die Attacke, die ich ausführen wollte, aber ist okay. Yo, ist das sick. Drück einfach mal ein paar Tasten. Ah ja! Oh, das sind Raketen. Holy shit. Ja, ist okay. Da, die mit dem 1000 machen. Da oben sind meine Herzen. Ja, alles klar. Ah. Dann macht ein Laser. Yo! Ah, den kann ich auch steuern, den Laser. Oh mein Gott. Okay. Das war die falsche Taste. Oh mein Gott. Das war auch die falsche Taste. Konnte ich denn schießen? Ah, das war das Verschießen. Alter, ist das genial. Wenn man mit jedem Titanen steuern kann. Oh mein Gott, das wird so gut. Ne? Oh, ist das großartig. Ab in die Lava. Gegenangriff L. Nochmal Gegenangriff. Hat nicht funktioniert. Ah, da war der Gegenangriff. Okay. Yo, die Magmarocks sind einfach winzig dagegen. Das hat nicht hingehauen. Ach so, mit. Ah, ich fange die ab mit L. Ja, verstanden. Da oben ist einer. Macht euch mal weg hier. Hier Fritzen. Alter, was eine Schlacht einfach. Ich kann A wieder einsetzen. Also sollte ich jetzt wieder richtig. Sollte hier richtig krass gleich was abgehen, könnte ich den Laser einsetzen.
setz mich doch ein. Ich glaube, es ist ganz, ganz. Hier rüber, rüber, rüber. Da ist auch noch Zeug und da hinten und weiter geht's. Kann ich ihn abbrechen und sparen? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay. Oh nein, ich habe die Dings ver. Jetzt passt es gar nicht mehr. Wie konnte ich das machen? L? Ah, okay, so, ich verstehe. Okay, ich verstehe, wie man das wieder einstellen kann. Das ist ganz gut gemacht sogar. Wahrscheinlich muss ich mit Varudan jetzt auch Grox finden. Nein, natürlich nicht. Alter, ist das gut. Okay, was ist jetzt los? Oha. Ich hätte den Laser vielleicht aufheben sollen. Oh mein Gott. Ich sollte. Vielleicht hätte ich den Laser ein bisschen aufheben sollen. Na, die gehen auch so weg. Gegenangriff. Ich kann ihn nicht fangen. Wie ging das? Hat es jetzt gemacht? Ja, irgendwie so. Okay, Lavaregen. Zeit für Lavaregen. Hier vorne hin. Zack! Das war überhaupt nicht der Lava. Ah, okay. Doch, es war Lavaregen. Okay. Ich hab nichts gesagt. Yo, Freunde, macht euch mal weg hier. Aber das mit dem Gegenangriff funktioniert noch so überhaupt nicht, was ich da mache. So von wegen, dass ich das fange und dann zurückwerfe oder so. Keine Ahnung, das haut nicht hin. Oh je. Meine Energie lässt ganz schön zu wünschen übrig. Bin gleich down, ey. Das ist nicht gut. Ja, keine Ahnung. Wo soll ich Energie herholen? Okay. Das war nix. Aber wo war denn jetzt noch einer? Niederlage. Ja, muss wohl neu starten. Oh mein Gott, es geht wirklich von ganz oben los. Ach du Schande. Ich krieg also keine Möglichkeit, mich aufzuladen. Ich muss da möglichst viel gleich am Anfang schaffen, ohne getroffen zu werden. Okay. Also muss ich enorm auf. Aber was ich nicht verstanden habe, ist dieser Gegenangriff. So, das habe ich irgendwie nicht richtig gemacht. So viel habe ich mitbekommen. Das habe ich irgendwie nicht richtig gemacht, den Gegenangriff. Ah, wo werde ich denn jetzt getroffen? Wo? Da? Die meisten Attacken von ihm checke ich nicht. So, das Schießen kriege ich hin, aber dieser Lavaregen und so, das ist alles ein bisschen komisch. Ich kann ihn da irgendwie zu reinsetzen, aber. Ah, okay, hat getroffen, glaube ich. Jetzt kann ich wieder Spezialangriff machen, aber den hebe ich mir jetzt wirklich auf. Den Spezialangriff hebe ich mir jetzt sowas von auf, bis diese Magnaroks kommen. Ich meine, was zur Hölle? Na? Was zur Hölle? Das war ja richtig wild. Da können wir jetzt einfach durch, glaube ich. Die müssen weg. Aber ich check das mit dem Gegenangriff nicht. Ich dachte, das kann man irgendwie auffangen, was die schießen. Und dann zurückschleudern. Aber das kriege ich nicht hin. Keine Ahnung. Au! Kommt der nächste hier wieder. Und wir rennen einfach durch. Das kann schon schief gehen.
wieder. Oh mein Gott, ich krieg böse. Wird hier böse malträtiert. Hilfe! Ja, aber wir haben das A noch aufgeladen und wir kommen gleich zu der Phase, wo die ganzen Magnaroks kommen, ne? Sollten wir, also zumindest sollten wir da gleich ankommen. Wenn ich jetzt nicht kompletten Mist hier mache. Ah! Da drüben noch, 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 macht euch weg! Aua! Okay, der ist auch weg. Ne, der ist nicht weg. Der macht immer noch Scheiße. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner Energie verloren, ey. Das ist nicht gut. So, jetzt kommt der Teil. Ich bin aufgeladen. Ich sammle jetzt einfach den Laser da rein. Ich sollte! Das war die falsche Taste. Aber ist okay. So, jetzt auf geht's. Alles wegmetzeln. Yes! Oh, das war so gut, den Laser hierfür aufzuheben. Oh, yes! Alter, was eine Nummer. Dann waren wir vorhin wahrscheinlich ganz knapp dran. So schnell wie es anfing, war es auch wieder vorbei. Ja, das trifft tatsächlich zu. Gut geschlagen, Bruder! Also, Rutania steuern. Tja, der große Daruk macht das schon. Vielen Dank, großer Daruk. Kein Problem. Wir pusten diese Verheerung Ganon schnurstracks weg. Jetzt müsste wieder der Hund kommen, vor dem er Angst hat. Richtig. Ihr habt sicher Hunger nach all der Kämpferei. Ich weiß genau, was da hilft. Nein, wir essen keine Steine. Meine Spezialität? Erstklassiges Felsenfilet. Mhm. Sieht gut aus, oder? Lass dir's schmecken, Bruder. Nein, Link. Oh, tut mir leid. Ich habe gar nichts für die Prinzessin. Keine Sorge. Nächstes Mal bekommt ihr was besonders Feines. Das ist doch nicht nötig. Als ob er nicht begreift, dass man das nicht essen kann. Als ein Mensch. Aber gut. Aber gut. Das war interessant. Jetzt sind wir wieder im Menü. Das heißt, zu jedem Dings, zu jedem, hier. Ja, zu jedem Recken. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Zu jedem Recken gibt es dann sozusagen auch gleich im Anschluss die Titanen-Mission. Und jetzt haben wir hier ganz viele einzelne Missionen. Oh ja, ist in Ordnung. Ihr Wahnsinnigen, ey. Okay. Was ist jetzt hier alles aufgetaucht? Wir brauchen mehr Forscher. Das können wir schon mal freischalten. Chica-Sensor verwendbar. Auf geht's. Den brauche ich hundertprozentig. Prima. Gut gemacht. Mehr Forscher arbeiten nun im Institut und die Erforschung des Chica-Sensors hat begonnen. Die Forscher sind zwar neu, jedoch leisten jedoch hervorragende Arbeit. Die Forschung geht gut voran. Chica-Sensor. Du kannst Materialien etwa für Hyrule-Missionen oder zum Kochen aufspüren oder bestimmte Materialien suchen. Kann ich auch Crocs suchen? Drücke A auf dem Bildschirm, X auf dem Bildschirm, um die Hyrule-Missionen kochen und so weiter anzeigen. Ach nee, das ist für hier. Für hier den Chica-Sensor, oder was? X? Nee, hier kann ich gar nicht X drücken. Egal. Das haben wir schon, ne? Was willst du von mir? Eintrittsexamen. Hyrule-Manöverplatz ist verfügbar. Okay. Können wir uns auch leisten? Her damit.
Du hast es geschafft! Du beweist, dass du in der Lage bist, Monster zu besiegen und der Ausbilder erkennt deinen Erfolg an. Er trainiert jederzeit mit dir, vorausgesetzt, du hast genug Rubine. Okay, kann ich hier leveln? Hyrule Manöverplatz, wir gehen mal gleich hin. Du kannst die Stufe deiner Verbündeten durch Training erhöhen. Dafür benötigst du Rubine. Ja, komm, gib mal her. Jo. Weil mit Link habe ich viel gespielt. Da ist so die Stufe ja schon richtig krass. Aber zum Beispiel Impa und so weiter mal alle eine richtig geringe Stufe. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich zahlen müsste. Wie viel müsste ich denn zum Beispiel bezahlen, dass Darok gelevelt wird? Er ist jetzt Stufe 6. 20? 8? Ist ja ein Schnapper. Du bist in allen Kampfküsten investiert. Lass uns gemeinsam Hyrule verteidigen mit aller Kraft. Das heißt, ich kann hier einfach für Geld leveln. Es geht auch nur bis Stufe 15. Ich kann gar nicht höher. Kann man vielleicht sozusagen bis zur höchsten Stufe, die der andere, also die der höchste hat aktuell? Weiter komme ich nämlich gar nicht. Okay. Ah, ja, okay. Also die größte Stufe wird wahrscheinlich vorausgesetzt und die anderen kann man dann anpassen. Ah, das ist voll gut. Dann muss man nämlich nicht in die Missionen gehen, um zu trainieren, sondern kann... Ah, das ist voll gut. Glaube ich zumindest, dass es gut ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es gut. Okay. Ja, nice. Dann sind jetzt alle auf 15. Das ist bestimmt nicht schlecht. Nicht schlecht. Was sind hier alles für Punkte? Ich kann die Punkte nicht auswählen. Weil er jetzt wahrscheinlich erst will, dass ich das mache. Okay. Zur Ruhe kommen. Raum für mentales Training. Tempel der Weisen. Okay, können wir uns auch leisten. Zack. Nachdem du das Räucherwerk verbrannt hattest, entspannten die Soldaten Körper und Geist und sollte ihre Meditation erfolgreich verlaufen. Okay, Raum für mentales Training. Was kann ich hier tun? Meditiere in der Ruhe des Tempels und perfektioniere deine Fähigkeit in einer imaginären Welt. Was? Da kann ich nur mit Link... Ach so. Nö, ich kann da nur mit Link rein, okay. Ein mysteriöser Meditationsraum im Tempel. Wenn man ihn betritt, fühlt man eine natürliche innere Ruhe. Der ideale Ort für mentales Training. Ja, gucken wir mal rein. Den gucken wir uns mal an. Du kannst den Charakter, den du gerade trainierst, mit Hilfe von Plus austauschen. Beende mentales Training mit Minus. Du kannst deine Technik mit Hilfe von mentalem Training verfeinern. Du hältst keine Erfahrungspunkte, aber du bereitest dich auf jeden Fall mental vor. Ach, so ist das einfach zum Üben oder so? Ohne dass es jetzt effizient ist? Like. Hui! Also kommen jetzt einfach immer wieder welche nach, so. Oder kann man hier auch wirklich was Aua erreichen? So, der ist weg. Ah, da ist wieder ein. Ah, okay, es kommen einfach immer welche nach. Also hier kann man wirklich einfach nur üben. Das scheint nicht auszuhören. Okay. Ja, oder kann man da... Ich weiß es nicht, kann ich da weiter? Also, kann ich da irgendwann gewinnen? Es wirkt jetzt nicht so, ne? Wenn die einfach immer wieder alle nachkommen. Ich glaube, das ist einfach nur zum Austesten der Fähigkeiten. Yo, alles klar. Thank you.
egal wie viel ich, wie oft ich die besiege, die kommen einfach immer wieder nach. Ja, und zwar auch immer die gleichen. Okay, gehen wir raus. Ich denke, das passt. Aber interessant, ja, okay. So. Was sind jetzt... Ach so, ich muss... Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Kann ich nicht. Brauche ich Schwertkäfer. Ah, verstehe. So kann ich die auswählen, die einzelnen Sachen. Genau, da gibt es jetzt Darrow-Kerzen plus 1. Kann ich machen? Kann ich machen. Ab dafür. Ich platze vor Energie. Sehr schön. Ach ja, hier sieht man dann die Kombo-Dinger. Ja. Das Aushängeschild Findlinggrube wird eröffnet. Okay. Alle Achtung! Bestens genauend könnte der Betreiber sein Ladensschild, bla bla bla. Ach so, das ist für Klunker. Na, gucken wir mal rein. Da kann ich dann wahrscheinlich sowas wie Rotonit verkaufen und so Kram. Ja. Ich kann hier alles verkaufen. Aber speziell... Okay. Ah, ja, ich sehe. Jetzt verkaufen wir erstmal nix. Was hat der so im Laden, im Angebot? Ah, der hat als Angebot hat er dann sowas da. Okay. Da brauche ich aktuell jetzt auch nix. Okay. Darrow, längere Kombo-Angriff. Ja, alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Überlass mir den nächsten Kampf. Ja, machen wir. Ist hier jetzt noch was ich tun kann? Ah, das ist eine richtige... Nee, das ist keine richtige Mission. Doch, das ist die richtige Mission. Und zwar nur mit Darrow. Zeitlimit. Ja, auf geht's. Wir spielen einmal diese Runde hier. Das ist jetzt so eine Mission, ne? Also die kann man dann ja auch machen. Also keine Story-Mission, sondern eine Freischalt-Trainingsmission. Dann spielen wir mal eine Runde mit Darrow. Was jetzt ja möglich ist, nachdem wir die einfach hochleveln. So, dann muss man nichts denken, oh, die sind alle viel zu schwach, ich kann mit denen nicht kämpfen, ich kann die nicht einsetzen. Sondern man kann die einfach hochleveln mit Rubinen. Also bisher finde ich das gut. Vielleicht finden das dann manche so eingefleischte Fans, sagen vielleicht, oh, das ist lame, es ist viel besser, wenn man das in der Schlacht trainiert und keine Ahnung, aber ich finde es gut. Habe ich nichts dagegen. So. 300 Gegner wollen wir besiegen. Okay. Also ZR aktiviere mit Hilfe von starken Angriffen erschaffener Lava. Aktivierung mit Hilfe von starken Angriffen erschaffener Lava. Okay. Und Darrow ist halt super langsam. Irgendwie aktiviere ich gerade keine Lava. Aber wahrscheinlich, weil ich noch keine starken Angriffe hatte. Yo! Alter, Darrow's Schild ist ja sick. Yo, das ist ja voll gut. Wie einfach durchrollt. Übertrieben ist nice. Okay, hier geht's nicht weiter. Lava aktivieren. Ja, gerade ist es sinnlos. Ist ja gar kein Gegner da. Jetzt kann ich Lava aktivieren. Jetzt kann ich nicht mehr Lava aktivieren. Hä?
Nimm das! Oh, auch geil. Yo! Sick. Yo! Der springt einfach da drauf. Oh, ist der gut. Oh, ist der genial. Ah, mit dem Spiel macht richtig Spaß. Zack! Okay. So, Wiedersehen. Okay. Zack! Aber mit dem Spiel macht echt Spaß. Kann man nicht anders sagen. Meine Mission ist jetzt nicht spannend, sondern man läuft halt anscheinend die ganze Zeit hier in dem Bereich rum und erledigt alles, was in den Weg kommt. Aber warum nicht? Ja, Zeit ist zur Hälfte abgelaufen und wir haben aber auch die Hälfte der Gegner. Das ist okay. Aus dem Weg! Ah, ich verstehe. Wenn wir mehr... Okay, ich verstehe. Das ist das mit der Lava gemeint. So, aber ich muss trotzdem dahin, wo ein bisschen mehr Gegner sind, weil... Ne? Wir müssen ja schnell sein hier. Und wenn hier nicht so viele Gegner auftauchen, kann ich nicht so viele besiegen. Was ein bisschen doof ist. Ah, ich sehe aber auch auf der Karte, wo die ganzen Horden sind. Ja, das ist eine riesige Horde. Jetzt sind neue aufgetaucht. Da muss ich jetzt... Da muss ich rein mit A. Zack! Das war sehr gut. Das war genau, was wir gebraucht haben. Okay, eine Minute noch. Da hinten ist nochmal eine riesige Horde. Ja, keine Lava, die ich gerade auslösen kann. Sollte mich gar nicht mit dem Moblin beschäftigen, weil das ist ja nur ein kleiner Gegner. Oh je. Oh, es ist nicht mehr viel, aber es ist auch nicht mehr viel Zeit. Lava. Oh mein Gott, sag bloß, wir schaffen das nicht mehr. Oh Gott, 7. 5. Sind es einfach alle, die man erledigen muss? Oh mein Gott! Oh! Das war super knapp! Uff, okay. Neues Ziel hinzugefügt. Besiege die Moblins, okay. Oh mein Gott, das war super knapp einfach. So, tschüss. Wie ist das hier mit? Oh, es hat gar nicht gereicht. Ja, moin. Jetzt. Ah, das ist noch einer. Aber der hält auch nichts mehr aus. Nice. Und haut ab, ihr Mistviecher. Jawollo. Sehr schön. Und wieder viel Geld. Jetzt ist der Stufe 16. Jetzt wird es mich halt brennend interessieren.
Jetzt würde es mich brennend interessieren, ob wir jetzt alles auf Stufe 16 kaufen können, in Anführungszeichen. Gleich mal ausprobieren. Zack. Ah, jetzt taucht. Komm, macht mal eine Sache, tauchen Millionen mehr auf. Das, die finden. Wo war denn das? Hier, der Manöverplatz. Das ist. Ja, hier, und jetzt ist er 16 und jetzt kann ich die anderen auf 16 bringen. Und zwar für. Okay, 111 Rubine. 128. Impa ist einfach teurer auf Stufe 16. Oder es hängt davon ab, wie viele EP man schon hatte. Das kann aber jetzt nicht drauf geachtet. Das kann auch sein. Link hatte wahrscheinlich schon EP. Impact konnte nichts haben. Das ergibt Sinn. Dass man es auffüllt sozusagen. So, was haben wir hier? Längerer Combo-Angriff. Her damit. Ich platze vor Energie! Okay. So, haben wir dann in dem Bereich jetzt erstmal alles? Da ist noch was. Ah, das kann ich noch nicht machen. Sensor einstellen X. Ach so, dann kann ich jetzt den Sensor einstellen für Sachen, wo es diese Dings gibt. Und dann sehe ich jetzt, hier gibt es zum Beispiel das, was ich suche. Ah, ich verstehe. Okay. Das ist ja ganz cool. Das geht auch noch nicht. Da könnt ihr jetzt auch den Sensor einstellen und dann zeigt er mir an, wo es diese Dinger gibt. Und die gäbe es auch hier. Und die gäbe es auch hier zum Beispiel. Ne? Okay, interessant. Ich würde aber gerne gucken, ob wir noch andere Sachen freischalten können, so auf die Schnelle. Imperherzen plus 1. Können wir nicht. Okay, geht überhaupt nicht klar. Längere Kombo-Angriff, das haben wir schon gemacht. Das geht auch noch nicht. Sehe ich irgendwo, was geht und was nicht geht? Das konnte man doch irgendwie einstellen alles. Ah, das wollte ich nicht. Ah, das hier ist... Okay, so kann ich die Dinger schnell wählen. Herausforderungen. Hyrule-Missionen. Ach, hier am Rand war das... Ja, hier am Rand war das natürlich. Missionen mit Sensor. Hilfe Krabbeltiere. Das geht alles noch nicht. Das haben wir alles gemacht. Der Babysitter von Kakariko. Ah, das geht auch noch nicht. Wieso zeigt sie das dann an? Okay. Also das war Impa. Zelda. Das geht auch noch nicht. Daruk. Mit Daruk haben wir einfach alles schon abgeschlossen, was er aktuell hat. Das geht auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Geht auch noch nicht, geht auch noch nicht. Das haben wir alles gemacht. Rezepte. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht. Oh. Möwendorf-Soufflé. Klingt lecker. Plus 7% mehr Erfahrung, wenn man es einsetzen würde. Okay. Und bei Chica Sensor gibt es im Moment nur das. Okay. Das heißt aber, wir haben alles an Missionen, was wir im Moment tun können, erledigt. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Sehr schön. Da sind dann so Trainingsdinger wieder. Können wir eigentlich gleich mit noch machen, oder? Eine Horde gefährlicher Feuermonster, bla bla bla. Machen wir das noch schnell? Machen wir das noch schnell. Okay. Stelle ich hier gerade ein, was denkst du? Ich glaube nicht. Gehen wir einfach rein. Gehen wir einfach rein. Auf geht's. Ach ja, klar. Ich hatte ja gerade Hyrule-Missionen. Das ist ja was anderes. Ha, stimmt ja. Ich hätte ja auf... Dings gehen müssen, dann hätte ich mehr gesehen, was zur Auswahl steht. Okay, räumen wir mit Daruk noch ein weiteres Schlachtfeld auf.
Durch Drücken vorne kannst du die Schirmkraft als Angriff nutzen, indem du durch Attacken erschaffene Lavasäulen und Lavabrocken aktivierst und explodieren lässt. Eieieiei. Es wird so lange dauern, bis ich das alles mal verstanden habe. Also besiege die Feuermoblin, den Feuermoblin 5 Minuten für einen Feuermoblin. Willst du mich veralbern? Oder ist es 5 Minuten für die ganze Mission? Hier, ins Gesicht mit der Bombe. Zack. Jawohl, schön Rubine sammeln. Oh, meine Energie. Hier, moin. Zack. Und tschüss. Bam. So, das war aber nicht alles jetzt. Feuerpyromagie. Okay, aber es geht mit neuer Zeit los. Wieder 5 Minuten. Okay, cool. Ja, wir räumen den Baum weg. Ist okay, da ist okay. Wo ist der denn? Da, also ich setze gleich mal A ein, wenn ich an bei denen angekommen bin. Weil ich's kann. Jawollo! So habe ich mir das vorgestellt. Truhe? Weg ist sie. Achso, das war's wohl schon. Okay. Ja, okay. Können wir mitnehmen. Sehr schön. Und wir sind schon Stufe 17. Jetzt könnte man sozusagen wieder hochkaufen. Mache jetzt nicht jedes Mal, ne? Aber das ist sehr gut zu wissen. Wenn wir mal merken, eine Stufe reicht nicht mit irgendeinem Charakter, können wir kurz hochkaufen. Sehr schön. Okay, das war das. Na, die hätte es mir jetzt also auch, hier, wenn ich hier Herausforderungen anklicke, dann hätte ich die hier auch, gesehen. Da war Daruks Training. Hier, nee, Feuerspezialtraining einfach, das war das. Und Abkühlen und Einfrieren haben wir noch zur Auswahl. Das haben wir noch nicht gemacht. Dann machen wir das auch noch fix. Das ist nämlich auch mit Daruk. Auf geht's. Ah, ich find's krass, wie jeder so eigene Spezialdinger hat. Na, auch die Bomben hat ja jeder anders. Das ist cool. Dafür müssen wir aber auch mal alle durchtesten. Dafür ist wahrscheinlich diese Halle gedacht, dass man da alles so ein bisschen durchtesten kann. Okay. Und los geht's. Gleich. Jetzt. Okay, jetzt sind wir also hier. So, wie sieht das Kryo-Modul bei Daruk aus? Ah, der macht auch das, so ähnlich wie Link. Okay. Aber hier ist jetzt kein Zeitlimit. Einfach 100 Gegner erledigen. Easy. Sehr easy sogar. Fast schon zu einfach. Zack. Nice. So. Hier weiter. Jawohl. Ich hoffe ja inständig. Ich hoffe ja inständig, dass man hier jetzt in diesen Missionen nicht auch noch Crocs oder so suchen kann und die nur in den Hauptmissionen versteckt sind. Aber wissen kann ich es nicht. Eis.
Jawohl. Sehe halt nix. Aber es ist okay. Ich muss auch nichts sehen, um ihn zu erledigen. Ja, hat nicht funktioniert, egal. Tschüss. Ein Moblin! Oh nein! Was für eine Überraschung! Tschüss! Das war's schon. Viel zu einfach. Okay. Aber warum sollte man das jetzt mit Daruk machen? Daruk war der Einzige, der dafür auswählbar war. Na gut, meinetwegen. Habe ich nichts dagegen, ne? Habe ich nichts dagegen. So. Also das sind die Kapitel, die haben wir gemacht. So, jetzt haben wir hier empfohlene Level, bla bla bla. Ach nee, ich bin dumm. Ich hätte die Truppe... Nee, hä? Wieso kann ich denn nur Daruk gerade auswählen? Oh. Ich hätte es wahrscheinlich mit jedem machen können. Okay. Ich dachte, das ist so, ne? Ah, ich verstehe. Okay. Ah, dann haben wir die alle jetzt gemacht, ja? Sehr gut. Dann haben wir die alle gemacht. Dann gibt es aktuell nichts. Außer halt die Hauptmissionen, die wir weitermachen müssen. Okay. Also drei weitere Hauptmissionen zur Auswahl. Ich denke, nächstes Mal machen wir dann Revali. Und ja. Da haben wir dann auch jetzt im Moment alles zur Auswahl gemacht. Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.